Rechtsanwältin, gleich vorneweg. Also ich kann keine rechtsgültigen Aussagen hier treffen. Ich habe mich nur einfach mit dem Thema etwas beschäftigt. Als jemand, die freie Trainerin ist, ihre Trainingsmaterialien selbst erstellt, eine eigene Webseite pflegt und Datenschutzbeauftragte ist, so nebenbei. Und dann bin ich so in dieses Thema immer mehr reingerutscht, um zu sagen, okay, was gilt denn eigentlich für mich, damit ich eine Abmahnung vermeiden kann. Das war so mein erster Impuls bei dem Ganzen. Und dann habe ich eben festgestellt, dass viele Leute so gut wie gar nichts darüber wissen. Und wenn, dann sind es Mythen. Und habe das mal beim Community Management Team von der CLC auch vorgestellt, das Thema. Und danach kam eben die Bitte, ob ich das hier auch machen könnte. Ich habe gedacht, okay, mal gucken, mache ich. Eine kurze Frage an euch. Was treibt euch hierher? Von mir gegenüber weiß ich schon, du hast es eben schon gesagt, aber damit es alle mitkriegen. Genau, also wir veröffentlichen ja Seminarmethoden und Übungen und Spiele und auch Inhalte. Und was uns interessiert gerade, ist halt, wie es in Amerika oder wenn wir jetzt auf den internationalen Markt gehen, ne, wie es da aussieht. Und weil wir schon wissen, dass wenn wir die erste Anfrage an die amerikanischen Anwälte stellen, dass wir da schon mal mindestens 10.000 Euro los sind. Ich dachte, vielleicht lerne ich heute hier schon mal ein bisschen was als Vorbereitung, die richtigen Fragen zu stellen. Also USA kann ich nicht mitdienen, aber vielleicht bekommst du auch die eine oder andere Idee bei dem, was ich erzähle. Möchte noch jemand sagen, was euch hierher treibt, damit ich gucken kann, ob ich das überhaupt abdecken kann? Du hattest zwei Sachen gesagt. Du hast gesagt, erstens redest du über Urheberrecht und zweitens reden wir aber auch darüber, was sind denn so Quellen, wo ihr Sachen findet, die ihr nutzen dürft und könnt. Das kommt immer automatisch mit rein bei mir. Ja, eben, das ist immer dabei. Ja. Das ist für mich, ich bin im Corporate Kontext und ich benutze Bilder und bin immer der Meinung, wenn sie aus einer freien Quelle sind, darf ich die auch verwenden. Na, ja, da dachte ich, höre ich doch mal zu. Also mich interessiert das Ganze, weil ich an der Uni bin und ich habe gehört, es gibt unterschiedliche Regeln, wie man zitieren darf zwischen Uni und Corporate. Absolut. Ja. Mhm. Das werde ich auch erzählen, zwischen Hochschule und Corporate, was da sich unterscheidet. Ja, also bei mir ist es so, ich produziere Content momentan im Corporate, aber mit dem Ziel, das dann irgendwann auch mal quasi für extern anzubieten, diese Inhalte. Und bin in dem Zusammenhang im letzten Jahr halt sehr, sehr tief in dieses ganze Urheberrechtsthema eingetaucht, so weit, bis ich am Ende das Gefühl hatte, ich weiß überhaupt nicht mehr, in welche Richtung ich nun denken muss. Und habe für mich persönlich tatsächlich das Problem, dass ich manchmal auch gar nicht weiß, wie ich Quellen und Co. in beispielsweise E-Learning-Content einbinden kann, ohne dass so dieser Lernfluss dadurch gestört wird. Also wo ich das an welcher Stelle wie am besten unterbringen kann, dass es dann nicht zum Chaos führt. Holger nickt. Ähnliches Problem? Nicht ganz. Ich arbeite für einen Partner aus UK. Ah, ich schreibe es in den Chat rein. Ich habe hier ein technisches Problem. Ja. Möchte sich noch jemand äußern von den Online-Teilgebenden? Oliver, Katharina, ich kann nicht alle Namen sehen. Oliver? Ja. Ja, hallo zusammen, Oliver Sandner. Ich bin hier mit dabei, weil mich das Thema Copyright tatsächlich so aus der praktischen Betrachtung auch Urheberrecht interessiert, betrifft, jeden Tag wieder auch mich irgendwie berührt. Die letzte intensivere Auseinandersetzung hatte ich damit, glaube ich, vor einem Dreivierteljahr, als ich eine Präsentation erstellt habe für einen Schulungsauftrag. Und klar war, die Präsentation wird danach dann auch irgendwie weiter im Einsatz bleiben, kursieren. Also dachte ich mir, oh, ganz einfach, gehe ich doch zu einem von den Anbietern, die so tolle Vorlagen anbieten, kaufe mir eine. Und hatte dann, nachdem ich mit ihnen 3 Tage lang hin und her gemailt habe, beschlossen, ich mache es nicht, ich mache eine ganz banale Präsentation, weil genau dieses Thema, selbst wenn man etwas kauft, im Kontext der Weitergabe plötzlich wieder eine ganz andere Tragweite bekommt. Und ich finde, das ist auch in den Geschäftsbedingungen oft sehr, sehr komisch beschrieben und ich glaube auch ganz bewusst komisch beschrieben. Und deswegen bin ich da so ein Eichhörnchen und immer wenn das Thema irgendwo ist, Urheberrecht, Copyright und so weiter, gehe ich mit rein, weil ich mir denke, mühsam nähert sich das Eichhörnchen und mit jedem Mal werde ich ein bisschen schlauer. Ich habe mein technisches Problem gelöst. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt einigermaßen verstehen. Ah, super. Ich hätte ein Best-Practice-Beispiel mit, wie man damit umgeht, wenn der Kunde plötzlich hinterm Busch vorspringt und sagt, wir zeichnen auf.
Und das war vorher nicht vereinbart. Bild am, recht am eigenen Bild und solche Geschichten. Und ich habe, wie es üblich ist, auch ein positives Gegenbeispiel dafür, wie man damit umgehen kann. Also, super, dann wenn ihr wir dich nachher auf jeden Fall. Mit rein. Ansonsten lausche ich gern. Cooles Thema. Okay. Schön, danke. Möchte sich noch jemand von den Leuten äußern? Ja? Jemand hebt hier die Hand? Ja, hallo, mein Name ist Anna. Ich bin hier, weil ich einfach bei uns im Unternehmen E-Learnings erstelle und ich finde das Thema Copyright und Recht ist immer sehr wichtig, das darf man nicht unterschätzen und deswegen bin ich immer froh, wenn ich da was Neues lernen kann, was mir da weiterhilft. Und dann sehe ich noch eine Handmeldung. Jan. Jan, okay, ich sehe nur Teilnehmer, tut mir leid. Ja, moin, ja. Hallo. Ja, Urheberrecht finde ich auch sehr spannend, auch gerade wenn man das, wir machen sehr viel User-Generated Content bei uns, dann auch den Leuten beibringen muss, die da eigentlich nicht mit zu tun haben, also normalen Usern draußen. Eine ganz kleine Ergänzung von mir, ich war auch mal Vorsitzender bei einem e.V., bei einem Verein und wir hatten auf einmal ein ganz anderes Thema, das hat nicht direkt mit Urheberrecht zu tun, das streift es aber und das geht immer unter. Das ist das Ärgernis GEMA in Deutschland. Okay, ja. Und wer glaubt, dass Urheberrecht doof ist, der hat noch nie mit den Piraten von der GEMA zu tun gehabt. Oh ja. Und da kann ich nur ganz, ganz dringend mitraten, dazu raten, auch das Thema mitzudenken, auch vermeintlich freie Musikstücke, am besten irgendwie, kann ich immer nur sagen, mit Shazam oder wie auch immer nochmal gegentesten, ob das nicht doch irgendwo eine abgespielte Melodie ist von Hans Zimmer oder von wem auch immer, weil dann hat man schneller die GEMA am Hacken, als man gucken kann. Und dann wird es teuer. Gut, ich gebe mal eine Präsentation frei, es sei denn, es gibt noch Wortmeldungen, die ich übersehen habe, tut mir leid. Okay, dann gebe ich mal, nein, ich will jetzt nicht den Treiber aktualisieren. Dauert gerade kurz, weil ich das gerade ablehnen musste. So, die kommt jetzt zu. Ich habe dummerweise meinen Klicker und Pointer vergessen, das heißt, ich muss jetzt hier immer am Laptop bleiben. Okay, Urheberrecht für Lehrende habe ich es mal genannt. Jetzt. Erstmal kurz, was ist überhaupt ein Werk und was ist ein Urheber oder Urheberin? Ein Werk ist eine geistige Schöpfung einer natürlichen Person. Also das Thema ChatGPT, was jetzt in letzter Zeit immer aufkommt. ChatGPT ist keine natürliche Person und damit genießen die Texte von ChatGPT keinen Anspruch auf Urheberrecht. Nur mal so, wer die einsetzen will. Die geistige Schöpfung heißt, es muss auch ein gewisser Grad an Eigentümlichkeit, Originalität oder auch Individualität vorhanden sein. Das nennt man dann im Recht die Schöpfungshöhe. Und es muss etwas sein, das sinnlich wahrnehmbar ist. Also die pure Idee oder ein purer Gedanke genießt noch kein Urheberrecht. Ein Text hingegen schon. So. Dann gibt es das Nutzungsrecht. Denn es geht auch immer wild durcheinander, was ist jetzt eigentlich Copyright und was ist Nutzungsrecht. Nur weil ich ein Bild kaufe, habe ich nicht das Urheberrecht erworben an dem Bild, sondern ich habe nur das Recht erworben, es für eine ganz bestimmte Anwendung zu nutzen. Und wofür ich es nutzen darf, steht dann in den Lizenzbedingungen, die, wie der Oliver gesagt hat, beliebig schwierig zu verstehen sein können. Nutzen heißt, für einen bestimmten Zweck kopieren, verändern, verbreiten oder veröffentlichen für einen LizenznehmerIn. Das hat der Olli gerade schon angesprochen. Wir hatten das nämlich letzte Woche, der Olli und ich. Wenn er ein Bild kauft über seine Freiberuflichkeit, können wir das nicht für ein Training bei der CLC verwenden. Also nicht zumindest nicht, wenn die CLC dann als Trainingsveranstalter gilt, denn dann müssen wir es im CLC-Namen ein zweites Mal kaufen. Also es gilt immer ganz präzise für eine LizenznehmerIn und wird durch die UrheberIn gewährt. Das heißt, die kann das auch ändern. Darf ich was zwischenfragen? Also ein Training, was ich für diesen Kunden und für diese Kundin anbiete, muss ich zweimal die... Nein, also die Frage ist, wenn ich ein Training, das gleiche Training mache und ich biete es der einen oder anderen Kundin an bei einem E-Learning, es ist ja immer deine Firma, dein Name dahinter und du hast die Lizenz gekauft für das Bild oder für den Ton oder für das Video oder was auch immer. Das musst du nicht zweimal kaufen. Allerdings im Zweifelsfall nochmal von einem Juristen überprüfen lassen. Okay. So teuer wird.
Nun ja, wenn man die Lerninhalte verkauft und auch das Bild wieder verkauft, braucht man neben den eigenen Nutzungsrechten ja das Recht, das Bild auch weiter zu lizenzieren. Also da genau. Muss man dann schon da genau muss man sehr stark auf die Lizenz achten, optimieren, eine Unterlizenz quasi zu machen, also das weiter zu lizenzieren. Da ist ein Tippfehler drin, also Auflagen durch die Urheber hin sind möglich, nämlich genau solche Auflagen sind möglich und die muss man dann auch beachten. Das Urheberrecht erstreckt sich auf Fotos, Kunstwerke, Videos, Musik und Texte. Es erstreckt sich nicht auf Methoden oder technische Errungenschaften, das sind dann Patente, kein Urheberrecht. Nochmal ein komplett anderes Thema, wo ich mich null auskenne. Bei Fotos habe ich immer ein paar Regeln. Fotos ist das, was mich am häufigsten betrifft, ist meine Erfahrung. Fotos am besten oder Bilder insgesamt selbst machen. Dann ist man immer fein mit ein paar Einschränkungen, muss ich auch noch darauf aufmerksam machen. Man kann die Bilder auch kaufen, zum Beispiel von Shutterstock, von Pixabay, es gibt ja unendlich viele von diesen Lizenzfotos, die man kaufen kann. Dann muss man sehr genau in den Lizenzvertrag gucken, was man darf und was man nicht darf. Zum Beispiel darf ich das Foto dann auch im Marketing in Social Media verwenden. Darf ich das Foto verwenden im E-Learning-Kurs, den ich verkaufe? Das muss man dann im Einzelfall in der Lizenz nachgucken. Sehr viel einfacher ist es, deswegen greife ich eigentlich immer darauf zurück, ich kaufe gar nichts mehr inzwischen, ist Creative Commons Lizenzen. Die sind sehr klar definiert, was darf ich und was darf ich nicht. Ich komme noch im Detail drauf. Creative Commons lizenzierte Bilder kriege ich zum Beispiel von Unsplash, meine absolute Lieblingsplattform. Oder von Pexels, das ist ein Anbieter, der über Pixabay läuft. Oder ich kann gemeinfreie Bilder verwenden. Wenn zum Beispiel zufällig jemand gestern Abend an der Schnitzeljagd in der Yellow Submarine war, da war ein Video drin und darüber lag ein gemeinfreies Bild. Das war von der Wikimedia genommen. Und in jedem dieser Fälle, vor allem auch bei Creative Commons, muss ich eben Sachen beachten. Dieses Bild hier nehme ich immer gerne als Beispiel. Wenn man es nicht so richtig, man kann es gut erkennen auf dem Screen, ich kann es nämlich schlecht auf meinem sehen. Es ist ein Kunstwerk. Es steht vor einem Haus, an einer öffentlichen Straße. Darf ich das Bild verwenden oder nicht? Ganz spannende Frage. Also, ich darf Bilder anderer nur mit Einwilligung oder wenn ich es explizit dort anfrage, also mit Einwilligung nutzen. Ich muss es explizit anfragen oder das Nutzungsrecht muss durch Lizenz klar ersichtlich sein. Bei einem Kunstwerk, also das Kunstwerk selber darf ich natürlich nicht kopieren, aber ich kann ja Fotos machen. Da gilt dann etwas, zumindest in Deutschland, das nennt sich die Panoramafreiheit. Panoramafreiheit heißt, wenn der Punkt, wo ich das Foto gemacht habe, öffentlich und frei zugänglich ist, also keine Eintrittsgelder verlangt, nicht in einem Haus ist, du meldest dich, ich sehe es nicht mehr gleich, ein Bild von einer Architektur oder einem Kunstwerk ist, die dauerhaft installiert ist, dann gilt die Panoramafreiheit. Es gibt noch eine Anregung von Jan, aber ich denke, er hat sich gerade auch gemeldet, er möchte das selbst sagen, bis im Chat. Ja, vielleicht kann ich nur ein, zwei Sachen noch ergänzen. Erstmal vielen Dank für die Aufstellung. Wenn man mit Juristen redet, gibt es ja immer ein Wenn-Dann und eine Radio-Erivan-Antwort. Ich würde gerne noch so ein, zwei Sachen ergänzen. Im Chat habe ich schon was geschrieben. Frankreich hat zum Beispiel ein ganz anderes Copyright. Die EU hat das auch schon mal versucht, in der EU hintenrum einzuführen. Es ist zum Glück gescheitert. Dort muss man bei öffentlichen Gebäuden, zum Beispiel Architektur, die geschützt ist, muss man tatsächlich eine Lizenz erwerben. Das ist in Deutschland ja nicht so. Mhm. Ja, in Deutschland kannst du fotografieren, was du willst, solange du nicht über einen Gartenzaun fotografierst. Da stimme ich dir zu. In Hamburg gab es mal die blauen Tore, diese Neon-Installationen, die waren nicht dauerhaft. Auch dort gab es eine Diskussion, ob die überhaupt lizenzfrei fotografiert werden und weiterverwendet werden dürfen. Dort gab es meines Wissens eine Aussage dann vom Gericht, nein, es ist keine dauerhafte Installation, also muss man das lizenzieren lassen. Also ihr seht, diese ganze Diskussion ist recht komplex und leider finden sich häufig nicht diese Schwarz-Weiß-Antworten. Also ich habe dieses Thema Copyright schon ziemlich viel gedreht im Kopf und ich kriege zum Beispiel auch bei freien Bildbibliotheken Bilder von der, ich sage jetzt mal, vom Raumschiff Enterprise angeboten.
Da kann man dann auch unterschiedlicher Meinung sein. Ja, also es ist definitiv unter Copyright. Beispiel. Olli hat sich noch gemeldet. Ja, ich hätte noch eine ergänzende Frage dazu, zu diesem Kunstwerk. Jetzt angenommen, hinter einem von diesen Fensterchen sehe ich eine Person, die da wohnt. Dann hätte ich vermutlich wieder keine Erlaubnis, das Bild zu benutzen, weil ich damit wahrscheinlich das Persönlichkeitsrecht brechen würde. Zweite Ergänzung, was wäre, ich glaube, 10 Personen ist die Grenze, oder? Nein, das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe da oben eine Person und unten mehr, hätte ich dann das Recht, das weiter zu benutzen? Das erste war, wenn deine Person erkennbar abgebildet ist, gilt das Recht am eigenen Bild. Du musst sie entweder unerkennbar machen, also verpixeln, oder du kannst das Bild nicht verwenden. Die zweite also ist überlagert. Das mit den 5/10 Personen, ich kenne es auch mit 5 Personen, ist ein Mythos. Gilt in Deutschland nicht. Das ist ein amerikanisches Recht. Dann würde ich da aber ganz, ganz gern nochmal zwischendurch fragen, wenn ich mich in Hamburg auf die in die Mönckebergstraße, in die Fußgängerzone stelle und dort ein Foto mache und nicht gezielt jemanden fotografiere und da laufen Menschenmassen an mir vorbei. Ja, frag du Erik eine Antwort. Bitte was? Habe ich auch bis heute nicht rausgefunden. Ist ein Graubereich. Also dein Ton ist übrigens sehr... ich sag mal zwischendurch sehr schrabbelig, sehr verzerrt, der ist kaum zu verstehen. Ja. Jetzt doch ein bisschen weiter vorbewegen. Also eigentlich habe ich hier 2 Mikrofone. Dann zieh doch das zu dir, das braucht doch da vorne keiner. Ich zieh mal, hoffentlich fallen euch jetzt nicht die Ohren ab. Ich hoffe, dann wird es besser. Genau, also das mit der Street Photography. Und was darf ich auf der Straße fotografieren? Ab wann brauche ich das? Muss ich das Recht am eigenen Bild beachten? Ist ganz, ganz schwierig. Hm. Journalisten dürfen mehr als wir. Wenn es eine erkennbar öffentliche Veranstaltung ist, darf ein Journalist da Foto machen oder ein Fotojournalist. Ob ich dann Foto machen und verwenden darf, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ist also wirklich schwierig. Und ich habe da bis heute auch keine Lösung gefunden. Meine Lösung ist, ich vermeide die Benutzung solcher Bilder. Dann bei Kunstwerken gilt die Regelschutzfrist von 70 Jahren nach dem Tod für Kunstwerke und Texte, 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Aber selbst da gibt es manchmal Streit. Solche Bilder findet man häufig auf der Wikimedia, also von Künstlern, die schon sehr lange gestorben sind und die man dann gemeinfrei nutzen darf. Die Frage mit dem Mensch im Fenster sichtbar, das ist genau das Thema. Alle Menschen haben ein Recht am eigenen Bild. Und ich habe ja eben gesagt, ich verwende wahnsinnig viel die Fotoplattform unsplash.com. Dort, wer hier dort ein Bild hochlädt von einer erkennbaren Person, muss auch versichern, dass diese Person damit einverstanden ist. Darauf verlassen kann ich mich da nicht. Bei Shutterstock, bei Kaufbildern ist das ein bisschen anders, da ist man ein bisschen rechtssicherer unterwegs. Bei so Creative Commons Bildern sehe ich auch ganz viele Verstöße, auch auf Unsplash, gerade auch wenn es um solche Themen geht wie Panoramafreiheit, Kunstwerke und so weiter, sehe ich sehr viele Dinge, wo ich sage, ich lasse lieber die Finger weg, weil ich nicht weiß, ob ich wirklich das nutzen darf. Dann kommt noch so ein kleines Randthema, ich bin ja Datenschutzbeauftragte dazu, wenn man Bilder macht, gilt nicht nur das Recht am eigenen Bild. Das ist übrigens das Persönlichkeitsrecht und nicht das Datenschutzrecht, sondern auch der Datenschutz. Autokennzeichen sind personenbezogene Daten, müssen verpixelt werden. Also alles, worüber man eine Person identifizieren kann, sollte möglichst raus aus so einem Bild. Also auch bei den selbstgemachten Bildern haben wir da durchaus Themen. Sagst du noch, für welche Nutzung das eigentlich alles gilt? Prinzipiell, wenn du es öffentlich nutzt. Öffentlich ist auch eine Runde wie diese hier. Also die Bilder, die ich heute benutze, sind entweder von mir selbst gemacht oder von Unsplash mit einer entsprechenden Lizenz. Und ich habe auf diese Themen geachtet, wie bitte kein Kunstwerk, das nicht gemeinfrei ist, bitte keine Person, die ich erkennen kann und all so eine Dinge. Darf ich was dazu fragen? Ich habe gehört, dass ich es im Unternehmen, das ist ja das, was mich besonders interessiert, verwenden darf, es darf nur nicht nach draußen gehen. Stimmt auch nicht unbedingt so, nein. Und vor allem, du kannst ja nicht sicher sein, dass dein PowerPoint nicht doch irgendwann draußen landet.
Aber wenn ich das sicherstellen könnte, dann... Seit wann gilt es eigentlich nicht? Nein, das Copyright gilt. Fertig. Auch wenn du das Bild nur intern im Unternehmen verwendest. Ich meine, das sehen dann ja auch 50, 100.000 Leute im Zweifel. Ja, das sind aber nicht. Nee, wie viele sehen es erstmal? Okay. Ja. So, ich habe hier ein paar Bilder gesammelt. Die sind alle von mir. Wenn wir jetzt mal... Holger? Ja. Ich glaube, wir müssen hin und wieder auch die Kirche noch im Dorf lassen und mal so ein bisschen Risikomanagement betreiben, genau. Und schauen, dass wir uns nicht am Leben hindern, wenn wir aus psychotischen Gründen dies und jenes nicht tun, weil was passieren könnte. Es gibt eine gewisse ein Risiko, das setzt sich ja zusammen aus einer Eintrittswahrscheinlichkeit und aus einer Schadenshöhe. Und, ja. Und da ist es auch immer ganz wichtig zu gucken, wenn ich auf Pixabay oder wo auch immer ein Bild finde, dann gilt ja aus meiner Sicht, da gibt es so eine schöne Vermutung. Du als Juristin kennst das ja wahrscheinlich. Ich bin keine Juristin, aber... Ja. Du machst das ja am besten Wissen und Gewissen, dann nutze ich das Bild. Und wenn dann jemand kommen sollte, was total unwahrscheinlich ist, dann muss man halt damit umgehen. Aber das passiert einmal in 100 Jahren oder sowas. Ja, ich bin keine Juristin. Aber ja, ich mache auch einen risikobasierten Ansatz selbst. Zum Beispiel diese Bilder hier, die habe ich alle selbst gemacht. Also es geht höchstens ums Kunsturheberrecht und um die Panoramafreiheit bei diesen Bildern. Das erste oben links ist ein öffentlich zugänglicher Platz ohne irgendwelche Zugangsbeschränkungen. Allerdings in Österreich, ich habe mir jetzt nicht nachgeguckt, ob die Panoramafreiheit auch in Österreich gilt, das habe ich vergessen, aber nach deutschem Recht wäre das okay. Oben in der Mitte, das ist in einem Museum gemacht. Definitiv nicht okay. Die Museen sind da auch durchaus hinterher, dass man da wenigstens die Lizenz kauft bei ihnen. Oben rechts, das wäre so ein Bild, wo ich sage, da fahre ich einen risikobasierten Ansatz. Das ist zwar in einem Foyer eines Gebäudes, das Foyer ist öffentlich zugänglich, aber es ist im Gebäude, also eigentlich nein. Gleichzeitig ist das Bild so stark verfremdet, dass man das Gebäude eh nicht mehr erkennt. Also bin ich da relativ hemmungslos. Die beiden in der Mitte, links und in der Mitte, sind in einem Park, für den man aber Eintritt zahlen muss. Viel Eintritt zahlen muss. Da würde ich wieder überlegen, wo kommt diese Präsentation eventuell an? Riskiere ich das oder riskiere ich das nicht? Das Bild rechts, ich liebe es sehr, ich habe es mich noch nie getraut zu verwenden. Es ist zwar ein Kunstwerk an einem öffentlich zugänglichen Platz, aber ich weiß nicht, ob es dauerhaft installiert ist. Also lasse ich lieber die Finger von. Das Bild unten links ist definitiv ein No-Go, so schön wie es ist, weil es in einem Hotelzimmer gemacht ist. Das Bild unten in der Mitte, da wird es interessant. Da sind wir nämlich genau bei diesem Street-Photography-Thema unterwegs. Erkennen kann man da keine Person, dafür habe ich gesorgt. Die sind alle so stark blurred, dass man sie nicht erkennt. Es war öffentlich, die haben gesehen, dass ich sie fotografiert habe, die TänzerInnen. Getraut habe ich es mich noch nicht, aber ich würde es mich eventuell trauen, es zu verwenden. Das Bild unten rechts ist ein dauerhaft installiertes Graffiti. Da müssten Sie schon das Gebäude abreißen oder das Bild übertünchen, um das wieder wegzunehmen, an einem öffentlich zugänglichen Platz. Also da hätte ich weniger Bauchschmerzen, das zu verwenden. Das würde ich wahrscheinlich nehmen. Du musst nicht sicherstellen, dass das keine real existierende Frau ist, die da dran steht. Nein, das ist ja kein Foto, das ist ja ein Kunstwerk. Okay. Die ist schon eindeutig erkennbar. Das ist dann Sache des Künstlers. Wenn der das Modellrecht nicht einhält, das ist nicht, dann nicht mehr mein Problem. Creative Commons Lizenzen, habe ich ja gesagt, sind meine Lieblingslizenzen. Der Jens hat eben noch einen wertvollen Tipp genannt im Chat. Ich lese mal ganz kurz vor. Wenn ihr euch die Erlaubnis von einer Person abholt, immer definieren, für welchen Zweck es eingesetzt wird, also zum Beispiel ein Online-Training, und der Sinnzusammenhang soll abgestimmt werden. Also dass quasi das Foto nicht in einem Suchtthema eingesetzt wird, wo man es eigentlich gar nicht finden will. Oder in einem Thema, wo die Person plötzlich in einem negativen Bild dargestellt ist. Ja. In einem negativen Kontext. Ganz wichtiges Thema beim Recht am eigenen Bild. Dass das nicht passieren sollte. Oder muss abgestimmt sein vorher. So, Creative Commons Lizenzen. Ich sage ja, ich verwende Bilder nahezu ausschließlich aus Creative Commons Lizenzen. Da gibt es aber ganz verschiedene. Und da muss man auch aufpassen, welche Lizenz dahinter liegt. Die seltenste verwendete ist Creative Commons Zero. Mach, was du willst. Die findet man selten. Nicht mal Unsplash hat eine CC Zero Lizenz.
Creative Commons by Attribution ist, mach was du willst, aber nenn mich als Urheber. Das muss man dann bitte auch machen. CC by Attribution, Share Alike, da wird es ein bisschen enger. Du darfst das Bild verwenden, du darfst es auch verändern, verfremden, neue Dinge damit bauen, neue Dinge machen, aber wenn du die veröffentlichst, unter der gleichen Lizenz. Das ist die Lizenz, die ich am häufigsten vergebe. Also ich habe meinen Blog zum Beispiel, der steht unter CC by Share Alike Lizenz. Wenn ich irgendein Sketchnote für ein CLC Barcamp mache, ist die unter einer CC by Share Alike Lizenz, damit ihr sie auch weiterverwenden könnt, ohne irgendwo Rechtskopie zu kriegen. By Attribution ND, no derivatives. Du darfst das Bild verwenden, aber du darfst es nicht verändern. In keinster Weise. Non-commercial, die schwierigste Lizenz. Im Zweifelsfall fallen wir immer drunter. Denn eigentlich darf dieses Kunstwerk, dieses Bild oder dieser Text oder was auch immer es ist, nur für private Zwecke verwendet werden. Marketing ist ein Commercial Use. Also auch da nicht verwenden. Also sobald NC draufsteht, lassen wir bitte alle die Finger davon. Dann gibt es natürlich noch Kombis, by Attribution, Non-Commercial Share Alike oder Non-Commercial No Derivatives, die gibt es dann auch. By Attribution heißt Namensnennung. Mit einem Link, sobald es was digital Verfügbares ist. Und um auf der sicheren Seite zu sein, Link gleich zur Lizenz. Ich habe auch schon davon gehört, dass jemand abgemahnt wurde, weil der Link zur Lizenz gefehlt hat. Also so wie ich es da rechts gemacht habe, das ist Foto von, der Name der Fotografin ist verlinkt mit dem Bild, was von Unsplash stammt, auf Unsplash, Unsplash Lizenz und das Unsplash Lizenz ist mit Unsplash der Lizenz verlinkt. Sodass man dann immer das nachvollziehen kann. Der Holger hat noch eine Anmeldung. Ja? Holger und Oliver. Okay, Holger? Erzähl doch gern mal noch ein Beispiel, wo und in welcher Form und wie diese Lizenzen dann auch durchgesetzt oder beim Verstoß dagegen dann auch sanktioniert worden. Okay. Gehen deutsche Gesetze auf diese Lizenzen ein? Sind die dort bekannt? Kann man die dort durchsetzen? Letzteres weiß ich nicht. Ich bin ja keine Juristin. Durchgesetzt werden sie leider gerne von Abmahnanwälten. Also gar nicht vom Urheber, der es vielleicht gar nicht mitkriegt, der auch gar nicht die Zeit investieren möchte, da nachzugucken. Also deswegen schäle ich ja auch Commons Lizenz. Ich habe überhaupt keinen Bock zu verfolgen, was Leute mit meinen Sachen machen. Sondern meistens sind es tatsächlich Abmahnanwälte, die da eine tolle Geldeinnahmequelle gefunden haben. Olli? Ich habe mal gelesen, weil das Thema ja bei mir auch immer wieder so mit reinschlägt, dass wenn man etwas, ein Werk schafft, wo verschiedene Common Licenses zusammenkommen, dass man dann das Gesamtwerk unter der härtesten dieser Creative Commons fassen muss. Ja. Ist das so und ist das überhaupt machbar? Weil eigentlich konterkariere ich doch dann andere Common Licenses, die ich vielleicht auch mit drinnen habe. Also ganz blödes, bei Commercial ist es ja noch einfach, aber bei den anderen? Bisher habe ich auch immer nur gelesen, ja, genau das, was du sagst, die härteste greift, auch wenn damit natürlich die Sachen, die eigentlich freier sein sollten, dann benachteiligt werden. Okay. Aber kriegst du wahrscheinlich von Juristen auch so eine Radio Erivan-Antwort. Das heißt, wenn ich es nochmal auf ein Praxisbeispiel übertrage, ich mache eine Präsentation, ein White Paper meinetwegen, und ich sage, okay, ich mache das gerne unter Common Licenses bei Namensnennung, und jetzt habe ich aber sozusagen irgendwie etwas mit drin, was dann im Grunde genommen unter einer 0.0-Lizenz laufen würde. Würde dann das bei Namensnennung sozusagen die Vorderhand behalten oder würde die 0.0-Lizenz plötzlich zum Greifen beginnen? Da bin ich für mich noch nicht so ganz grün. Namensnennung. Okay, das heißt, es würde bleiben, sozusagen, weil die härtere Lizenz wäre. Du darfst dein Werk unter Namensnennung setzen. Schwieriger wird es, wenn du verschiedene Dinge von verschiedenen Leuten hast und die haben verschiedene Lizenzen. Dann wird es richtig, richtig kompliziert. Okay. Dann wird es nochmal kompliziert. Aber das wird wahrscheinlich jetzt für heute zu viel. Das wird für heute zu viel. Von der Matrix.
Zitate, auch manchmal so ein beliebtes Thema, gerade für Leute, die E-Learnings machen, auch gerade im Hochschulkontext. Da gilt der § 51 vom Urheberrecht, ist das, Zitate sind erlaubt, nur die Frage ist, was ist ein Zitat? Und das ist total schwammig definiert. Es gibt keine wirkliche Definition. Ich habe mir den Paragraphen vorgestern noch mal durchgelesen, aber da bin ich jetzt danach genauso schlau wie davor. Üblicherweise wird ungefähr ein Zitat bei etwa 3 Sätzen festgemacht. Hängt aber auch ein bisschen davon ab, wie lang die Sätze sind. Ich meine, Thomas Mann, da kann ein Satz auch ein ganzer Absatz sein. Da gilt dann das mit den 3 Sätzen auch nicht mehr so unbedingt. Und sie müssen unverändert sein. Ganz, ganz schwierig wird es bei Musik und Kunstwerken. Da gibt es eine extrem strenge Rechtsprechung, was das Zitaterecht angeht in Deutschland. Also weil das halt auch gerade die großen Musikkonzerne extrem streng durchsetzen. Ich meine, wir kennen alle die Debatten, wenn ein Hip-Hopper, ich meine, der Hip-Hop, der hat halt das Sampling als Teil seiner Kultur mit drin. Und wenn jetzt Hip-Hopper samplen, verlassen sie das Urheberrecht oder nicht? Die deutschen Gerichte sind da eher bei, ja, sie verlassen das Urheberrecht. Und richtig, richtig schwammig wird es, wenn ich dann lese, ein Zitat muss einen Zweck erfüllen und darf nicht als Selbstzweck dienen. Weil mir noch kein, ich habe noch keine Quelle gefunden, die mir dann gesagt hat, was ist denn jetzt bitte ein Selbstzweck? Ab wann ist es denn ein Selbstzweck? Keine Ahnung. Im wissenschaftlichen Bereich ist das Zitaterecht natürlich noch mal ganz anders geregelt. Da darf ich auch mehr als 3 Sätze zitieren. Jetzt sind wir bei der Lehre, das war die Frage von Ulrike. In der Lehre an Schulen und Hochschulen gilt nochmal ein anderes Recht, als wenn wir im Corporate unterwegs sind. An Schulen und Hochschulen darf ich zur Veranschaulichung, Ergänzung und Vertiefung des Unterrichts geschützte Dinge benutzen. Auch, da gibt auch Vor- und Nachbereitung, das schließt Blended Learning ein, das schließt Learning Management Systeme ein. Auch die Teilnehmenden, also meine Studierenden, dürfen das machen. Grenze ist bei Texten bis zu 15% eines Werkes. Bei Fotos, Kunstwerken, Grafiken das Werk vollständig, denn da kann ich ja nicht 15% von benutzen. Allerdings auch wieder mit Einschränkungen. Es gibt dann wieder Werke, die nicht genutzt werden dürfen. Also auch da muss man dann wieder gucken, gilt es jetzt im Einzelfall oder nicht. Da habe ich unten eine Quelle verlinkt auf das PDF. Was ist denn mit der Lehre in Corporate? Gilt hier nicht. Das gilt explizit für Schulen, Hochschulen und öffentliche TrägerInnen. Ich habe noch nicht mal die Frage beantworten können bisher. Ich bin ja selbst auch an Volkshochschulen als Trainerin unterwegs. Sind Volkshochschulen jetzt noch unter öffentlicher Trägerschaft oder nicht? Sind die davon abgedeckt oder nicht? Also selbst so weit, ja, wächst sich schon wieder keiner mehr aus der Deckung zu sagen, ja, an der VHS darfst du dich darauf berufen oder nein, du darfst es nicht. Corporate ist ganz eindeutig draußen, auch wenn wir Lehre machen. Wir sind nicht an der öffentlichen Trägerschaft unterwegs. Also ich kenne das so, an den Volkshochschulen darf man explizit aus einem Deutschlehrbuch Fotokopien verteilen. Das darf ich bei einem Bildungsträger, wenn ich dort Deutsch unterrichte, nicht, weil der kommerzielle Interessen verfolgt. Genau, also sobald kommerzielle Interessen dahinter stehen, auf gar keinen Fall. Bei den Volkshochschulen, die gelten ja als nicht kommerzielles Interesse, da habe ich bisher für mich geschlussfolgert, ich darf. Aber sobald kommerzielles Interesse dabei ist, müssen wir ordentlich lizenzieren. Weil ja gesagt wird, ich meine, von irgendwas sollen ja die Urheber auch leben. Gucken wir uns mal die andere Seite an. Ich bin ja auch Urheberin selbst. Ich zeichne, ich veröffentliche Grafiken und so weiter. Ich finde es auch schon schön, wenn ich von irgendwas leben kann. Dann wird es ganz kompliziert, das Arbeitnehmerurheberrecht. Ich bin frei, also ich bin selbstständig, alleine, habe keine Firma, alles okay. Manche von euch sind ja angestellt in Firmen und entwickeln Dinge im Firmenauftrag. Bei angestellten Lehrenden hat die Arbeitgeberin Nutzungsrecht an den Trainingsunterlagen. Und zwar auch, also immer dann, wenn sie dienstlich erstellt wurden. Und nicht jemand, also ganz interessant wird es dann, wenn jemand, sagen wir mal, jemand arbeitet im Lager bei der Firma und macht in seiner, am Feierabend denkt er, ey, ich müsste mal meinen Lagerkollegen was beibringen. Und entwickelt ohne Auftrag ein Training. Muss es extra vergütet werden oder nicht? Keine Ahnung. Da gibt es auch, ich glaube, 10 Rechtsanwälte, 11 Meinungen zu. Aber solange es dienstlich erstellt ist, was für uns, wenn wir in Learning and Development irgendwo unterwegs sind, ja definitiv der Fall ist,
Hat der Arbeitgeber ein Nutzungsrecht an den Trainingsunterlagen, auch wenn ich die Firma verlassen habe? Ist denn exklusiv das Nutzungsrecht? Da wird es interessant. Das habe ich nämlich nicht herausfinden können. Ja, ich meine, das macht ja überhaupt keinen Sinn, ne? Wenn ich irgendwie in der Bank arbeite und da irgendwelche hochsensiblen Daten habe, wo wir interne Firmenprozesse beschreiben und so, dann... Na gut, da gilt natürlich eh das Geheimnis bei Verrat und so weiter. Aber zum Beispiel, also UrheberInnen bleiben die Lehrenden. Ja. Und dann ist nämlich ganz interessant, ich verlasse die Firma. Ich habe ja auch mal in Corporate gearbeitet, in einem Konzern, habe auch viele Trainingsunterlagen erstellt dort. Durfte ich die mitnehmen und weiterverwenden, ja oder nein? Ich habe nichts dazu gefunden. Alle betrachten immer nur die Perspektive des Arbeitgebers und niemand von diesen ganzen Rechtsanwälten, die was dazu schreiben, betrachtet die Perspektive der Arbeitnehmerin, beziehungsweise nur aus der Perspektive von Vergütung. Also kriege ich Geld für das, was ich entwickelt habe, nochmal zusätzlich. Aber nicht aus der Perspektive, ich verlasse das Unternehmen und möchte das Training, in das ich wahnsinnig viel Zeit investiert habe, auch weiterverwenden dürfen. So oft gehst du raus, machst dich selbstständig auf Basis dessen, was du erarbeitet hast. Und da finde ich nichts zu, was gehst da an Arbeitnehmer oder nicht. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass es da Arbeitnehmerrechte gibt. Nö, ich vermute mal, es gibt keine. Also ich meine, du hast ja einen Dienstvertrag mit deinem Dienstherrn an der Stelle irgendwie, der kauft dich ja für deine Zeit ein und das, was du erdienst in der Zeit, das dafür, du behältst das Urheberrecht. Du behältst das Urheberrecht, genau, richtig. Aber ich meine, das kann ich ja auch, wenn ich ein Freiberufler, weiß nicht, kannst du mehr Training machen und ich kaufe die exklusiven Nutzungsrechte an dem Trainingsrecht, dann hast du zwar immer noch die Urheberrechte, hast aber die Lizenz an mich exklusiv, lebenslang, wie auch immer, übertragen. Aber und niemand hält mich ab, das nicht auf blauem Papier auszudrucken, sondern auf gelbem, grünem. Und schon habe ich mir das ganz neu ausgedacht, auf Basis dessen, was ich erarbeitet hatte. Ob ich das zufällig da noch liegen hatte, ist dann ja meine Sache. Na, da kommt der Methodenschutz jetzt wieder ins Spiel, ne? Kommt wahrscheinlich dann ein bisschen auf an, was du da drin... Also ich muss es dann schon abändern, klar. Aber so habe ich es auch gehalten. Ich habe natürlich auch Dinge mitgenommen von meinem früheren Arbeitgeber. Und ich habe nichts davon wirklich eins zu eins verwendet. Sondern ich habe immer nur die Gedanken dahinter natürlich, aber ich habe alles komplett abgeändert. Würde ich auch machen. Um auf der sicheren Seite zu sein. Das hatte, glaube ich, Holger vorher gefragt. Warum bist du so vorsichtig? Ich habe genug von Abmahnungen und so weiter schon mitgekriegt. Auch im Umfeld. Also eine Freundin von mir ist neulich abgemahnt worden, völlig trivialer Grund. Sie hat ihre eigene Webseite, ist auch selbstständig und hat natürlich wieder nicht darauf geachtet. In dem Fall war es nicht Urheberrecht, in dem Fall war es Datenschutz als Thema. Und ich habe für mich am Anfang beschlossen, zwei Gründe. Das eine ist, ich habe keinen Bock, mit mir sowas auseinanderzusetzen, eine Abmahnung und das Geld, das Lehrgeld zu zahlen, dann, dass er im Zweifelsfall auch hoch sein kann. Und das zweite ist, ich bin ja selbst Urheberin auch von Dingen und ich möchte ja auch, dass mein Urheberrecht respektiert wird, also respektiere ich bitte auch das Urheberrecht von anderen. Das ist für mich auch ein Wertethema, dass ich das mache. Wenn man das überträgt auf den Code-Bereich, so gern produzieren. Also meine Mitarbeiter, die produzieren ja Code. Das sind ja auch Texte letztendlich, ne? Zeichen, Abfolgen und so weiter und so fort. Irgendwie, die könnten natürlich theoretisch auch hingehen und sagen, ich nehme mir ein Code-Snippet mit. Gilt nicht für Code. Gilt nicht für Code? Das Arbeitnehmerurheberrecht gilt nicht für Code. Code, den du im Firmenauftrag entwickelt hast, gehört der Firma. Okay, also da ist das eindeutig geregelt. Da ist es eindeutig geregelt. Okay. Ja. Weil das noch nicht als Text anerkannt wird. Ja. Ja? Na, da wird jetzt ja ChatGPT dran arbeiten. Das ist ja kein Code. Ja, aber ich glaube, wir du kannst mit ChatGPT-Hilfe coden, klar. Ja. Mhm. Hm. Das ist gerade noch eine Meldung. Franziska? Ja, danke. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich dann letztes Jahr so massiv verwirrt war, dass ich gesagt habe, irgendwie, ich will von allem möglichst die Hände lassen, was ja auch nicht zielführend ist. Okay. Und bin dann bei mir den Weg gegangen, also bei mir geht es in erster Linie um wirklich E-Learning-Erstellung, dass wir ja bei uns Articulate nutzen. Ich glaube, das ist ja soweit bekannt, Articulate hat ja diese riesengroße Content-Library. Und ist das jetzt... Bin ich auf der sicheren Seite, wenn ich sage, ich beschränke mich im Bildmaterial auf diese Content Library und dann bin ich safe? Weil die ja auch damit werben zu sagen, hey, das ist lizenzgebührenfrei. Schau mal die Lizenzverträge von Articulate durch. Irgendwo müssen Sie sie auf der Webseite haben.
habe mich mit Articulate jetzt nicht im Detail beschäftigt, aber da gibt es mit Sicherheit eine irgendwas in den AGBs, in den Lizenzverträgen irgendwo. Okay. Das Gleiche gilt natürlich übrigens auch, also ich verwende zum Beispiel, da bin ich nicht vorsichtig, innerhalb von PowerPoint, weil ja auch Thema war Ressourcen, innerhalb von PowerPoint kriegt man ganz tolle Piktogramme. Die verwende ich ziemlich hemmungslos. Innerhalb von Prezi, wenn man die Bezahlversion hat, hat man Zugriff auf Fotos. Die verwende ich dann auch, weil ich sage, dann ist es jetzt nicht mehr mein Problem, ob das Urheberrecht gedeckt ist, sondern Prezi ist. Und falls ich dann Ärger kriege, dann sage ich, ja komm, Moment mal, stopp, hier. Ich habe mich aber trotzdem lassen. Das ist ja dann quasi derselbe Anwendungsfall wie bei der Content Library mit Articulate. Das ist ja dann genau dasselbe Prinzip. Wenn ich deren Zeug nutze und die mir sagen, hey, das ist lizenzfrei, dann würde ich mich jetzt einfach darauf verlassen. Genau. Anders ist es bei Unsplash. Bei Unsplash, meine Lieblingsbilddatenbank, ist eine fast Creative Commons Zero Lizenz. Also das Einzige, was ich nicht machen darf mit deren Bildern, ist ein konkurrierendes Produkt aufzubauen. Ansonsten darf ich alles. Aber wenn ich ins Kleingedruckte gehe von der Lizenz, also nicht in der Lizenz, sondern bei den FAQs, frieserweise ist es nicht in der Lizenz abgebildet, steht da schon was drin über Recht am eigenen Bild. Und also wenn auf dem Bild etwas abgebildet ist, wie ein Kunstwerk, eine Person, die erkennbar ist, ein Firmenlogo, übrigens auch eine nette Falle, Nike-Logo auf dem Bild zu sehen, möglichst prominent, dann ist auch die Frage, wer hat das reingestellt und durften die das? Ich meine, wenn Nike das Bild zur Nutzung auf Unsplash reinstellt, ja super, dann kann ich es nehmen. Aber wenn irgendjemand anders das macht, dann ist auch die Frage, wie prominent ist das Logo auf dem Bild und so weiter. Übrigens ein ganz toller, fieser Fall, also nicht toll, sondern fies. Ein Fotograf hat ein Foto lizenziert für eine Firma, die Fototapeten herstellt, hat also denen eine Lizenz gegeben. Ein Hotel hat diese Fototapete verwendet und hat auf seiner Webseite Fotos von den Hotelzimmern veröffentlicht, wo im Hintergrund die Fototapete war. Der Fotograf hat Urheberrecht, Lizenzgebühren eingeklagt und hat gewonnen. Was mich da relativ fassungslos gemacht hat. Aber okay. Ja, Oliver? Ja, zwei Punkte. Erstens, ich wollte nur darauf aufmerksam machen, aufgrund der Zeit, Holger, glaube ich, hatte noch ein oder zwei Beispiele mit dabei. Stimmt, zweitens, bei Microsoft nur eine kleine Anmerkung, zumindest kenne ich es noch so von längerer Zeit. Da war der Unterschied, ob du eine Privatlizenz oder eine Businesslizenz hast. Stimmt, also so wie es ja heute auch Privat- und Businesslizenzen gibt. Also wenn du nur eine Privatlizenz hast, dann bezweifle ich, dass du copyright-safe bist, wenn du damit nach außen gehst und Kunden akquirierst. Dann brauchst du, glaube ich, trotzdem eine Businesslizenz. Zumindest war das der Stand vor dem 365 noch. Also 360, aber Privatlizenz. Holger, der hatte noch Beispiele. Ja, ich bin freier Trainer für Google Workspace und mache das jetzt seit ein paar Jahren und wir schreiben also über meine GmbH Angebote, ganz konkrete Angebote und vielleicht kennt ihr Pirates of the Caribbean mit Johnny Depp. Da gibt es diese Szene, wo er wieder zurückfahren will und da sagt der Kapitän, nee, das war nicht Teil unserer Abmachung. Super genial, also bitte immer Angebote schreiben, weil ein Kunde aus Großbritannien, Brexit und sowas, brauchen wir jetzt nicht großartig drüber zu sprechen. Der sprang plötzlich hinter den Busch vor und sagte, der Kunde in Deutschland, für den ich dann die Trainings liefern würde, also um die Ecke über Großbritannien beauftragt, zapp runter, möchte, dass die Trainings bitte aufgezeichnet werden. Da habe ich gesagt, Leute, das haben wir nicht vereinbart. Und dann habe ich auf verschiedene Arten argumentiert, unter anderem auch mit, und das war das stärkste Argument, meinem Recht am eigenen Bild. Ich möchte kontrollieren, wer wann wo welche Aufzeichnung von mir sieht. Daneben der Aspekt Learning ist dann auch ganz wichtig, dass Leute sich einfach nicht konzentrieren, wenn man aufzeichnet. Wenn man weiß, man kann es ja später irgendwie mal angucken. Und ich wollte natürlich auch nicht Einnahmen irgendwie an mir vorbeirauschen lassen, weil der Endkunde hat ein paar tausend Mitarbeiter. Und wenn ich dadurch weniger Trainings verkaufe, ist das ja auch blöd, weil der sich angeblich da... Na, und dann, wer weiß, was sie da zusammenschneiden und so, das würde ich gern kontrollieren und professionell abliefern. Deswegen war mein Angebot, man muss so Sachen ja immer als Chance begreifen, mein Angebot war, Leute, wir nehmen die Anzahl eurer Mitarbeiter, teilen die durch die Hälfte und darüber kriegt ihr klassische Angebote für Trainings, was aber auch ersetzt werden kann durch eine Aufzeichnung in einem Live-Training. Und das hat nicht dieselbe Qualität, es ist individuell, man kann es nicht immer übertragen, man hat ein paar flapsige Sachen mit dazwischen, wenn man Live-Trainings macht, ist es schöner für die Leute. Naja, und am Ende hat der Kunde gesagt, nee, dann doch nicht.
Das ist ein klassisches Beispiel, denn das ist natürlich der Versuch, ich lasse mich trainieren und benutze das Ganze für 500 anschließend, habe aber nur für 5 bezahlt. Ja, genau. Also da schaut mal so ein bisschen, ich sehe hier auch, die Aufzeichnung läuft mit, fantastisch, das ist ja fein, das ist ja vereinbart. Aber wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr es auch aktiv ausschließen oder ihr sagt halt, wie der Captain auf dem Piratenschiff, nee, das war nicht Teil der Abmachung. Aber bei allen negativen Sachen muss man es auch mal andersrum sehen, positiv sehen. Mit meiner zweiten Firma berate ich in 1:1 Sessions Kunden zum Thema LinkedIn. Und da biete ich optional an, Opt-in, dass der Kunde die Aufzeichnung mit mir 7 Tage lang anschauen kann. Auch wieder ein schöner Effekt. Ich kontrolliere die Dateien. Aus Google Drive kann man die ganz gezielt freigeben, nur für 7 Tage. Dann verschwinden sie automatisch aus der Freigabe, sind also nicht mehr abrufbar. Und der Kunde hat einen Lerneffekt. Er muss es sich nochmal angucken, wenn es ihn interessiert, innerhalb der 7 Tage. Auch das finde ich eine schöne psychologische Geschichte. Und der Kunde hat was davon. Er hat die Beratung, er kann sich entspannen, kann später nochmal nachschauen, vorwärts, rückwärts scrollen. Und dann ist es halt automatisch weg. Das ist auch wieder im Business-Umfeld ein schönes Argument für meine Leistung. Mhm. Also das ist nochmal so diese 2 Seiten desselben Würfels. Wenn man über Aufzeichnungen nachdenkt und was man da so berücksichtigen kann. Wenn ihr Lust habt, ich packe mal ins Etherpad noch meinen LinkedIn-Link mit rein. Wenn ihr darüber nochmal diskutieren wollt, wenn ihr euch austauschen wollt, meldet euch da gern nochmal bei mir. Danke. Unten an. Okay. Dann. Und Franziska. Ich würde nur ganz gerne kurz nochmal zu Storyline oder Articulate allgemein ergänzen. Also du hast jetzt mittlerweile zu jedem Bild, Video dort einen Link. Ich habe schon vor längerem festgestellt, dass die Pixabay plündern, Franziska. Aber wir haben auch mal gekapert für Streaming, aber wir sind gleich durch. Aber passt trotzdem auf, wegen Urheberrecht und Markenrecht, weil genau dort findet ihr nämlich Bilder von Star Trek und Co., da immer vorsichtig sein, also im Zweifelsfall lieber nachschauen. Rein rechtlich gibt es immer wieder Probleme, zum Beispiel bei der Unreal Engine, das ist eine große Spiele-Engine zum, also Spiele programmieren, kann man auch selbst machen, als Privatperson nutze ich das, dort gibt es immer wieder Urheberrechtsprobleme, da bieten Leute irgendwelche Sachen an, zum Beispiel ein Panzer oder ein Auto und auf einmal ist das Auto ein Porsche. Und dann sagt zwar der Lizenzgeber, ja, das Auto habe ich gebaut als Modell, Computermodell, ihr könnt das nutzen, wenn ihr dann die Lizenz bezahlt, aber dann kommt Porsche um die Ecke und verklagt. Und jetzt, um den Kreis zu schließen, wenn du in so eine Falle gerätst, dann kannst du gucken, wo du dir dein Geld wiederholst, indem du dann nämlich denjenigen verklagst, der diesen Porsche reingestellt hat, obwohl er nicht das Recht dazu hatte, das Bild vom Porsche und von dem Logo der Firma und so weiter zu verwenden. Und dann kannst du dir ja mal vielleicht den Amerikaner oder den Japaner oder den Chinesen suchen, der das gemacht hat. Also rein rechtlich ist es immer besser zu prüfen, und im Notfall auf eigene Bilder zu gehen, auch wenn es sehr, sehr schwer fällt. Und mir tut es auch immer weh an der Stelle. Das ist genau. In dem Beispiel, da ist ein Logo auf dem Foto zu erkennen, das ich von Unsplash runtergeladen habe. Da hat der es fotografiert hat, wirklich das Recht, dieses Logo da drauf zu haben? Weiß ich nicht. Im Zweifel komme ich an den nie ran, an die Person. Genau, das ist es. Gibt es noch Wortmeldungen? Ja, diejenigen von uns, die in großen Konzernen arbeiten, die können das manchmal ein bisschen entspannter sehen, selbstverständlich, weil sie es ja nicht aus dem eigenen Geldbeutel zahlen müssen, wenn die Abmahnung kommt. Für uns Selbstständigen, GeschäftsführerInnen und so weiter, da tut es dann echt weh. Ich glaube, dass die Folgen deines Handels bei dir bleiben. Das übernimmt das Unternehmen nicht. Kommt darauf an, ob du dazu belehrt worden bist oder nicht. Ist aber immer. Im Zweifel ist das, ja. Ich habe aber viel Missbrauch im Corporate. Gerade was Urheberrecht angeht, habe ich ganz viel Missbrauch oder Urheberrechtsverletzungen im Corporate-Umfeld schon gesehen und erlebt. Und keiner kümmert sich wirklich drum, ob sie auf der sicheren Seite sind. Und dann geht halt die Präsentation doch mal raus. Also ja, man hat sie eigentlich nur für intern gemacht. Aber ich möchte nicht wissen, wo meine PowerPoints früher mittlerweile unterwegs sind. Dann haben zu viele Kollegen das Unternehmen inzwischen verlassen. Danke, dass du... Sind wir am Ende? Sehr, sehr spannend. Da ist noch eine Frage. Ja, noch eine Frage?
Darf ich die schon stellen? Ja, ja. Okay, beim Urheberrecht ist die Frage, wo ist die Grenze? Zum Beispiel, wenn ich eine Idee nehme, zum Beispiel ich sehe ein Bild von irgendwas und baue mir dann ein ähnliches Bild nach, ist das dann schon urheberrechtsverletzt oder nicht? Oder wie ähnlich darf dieses Bild sein? Oder ja. ich sehe eine Idee von jemand anders und wie ähnlich darf es sein? Oder wann ist es zu ähnlich? Ich habe mal so eine Faustregel neulich gehört, absolut nicht rechtlich belastbar, keine Ahnung, ob sie stimmt. Bau mindestens 7 Unterschiede ein und auch wirklich deutliche Unterschiede, nicht Mini-Unterschiede. Keine Ahnung, ob die belastbar ist. Also Ideen sind natürlich nicht urheberrechtlich geschützt, das habe ich am Anfang gesagt. Aber wie weit ist das Bild noch wirklich individuelle schöpferische Leistung? Wie weit ist es nicht doch eine Kopie? Mit ein paar kleinen Abänderungen. Ganz schwierig. Im Einzelfall muss man es dann wieder klären vor Gericht, wenn man Pech hat oder mit dem Anwalt. Aber danke, dass du sagst, das ist ein spannendes Thema. Die meisten gähnen nämlich immer erstmal, wenn man zu Rechtsthemen kommt. Und ich denke immer, das sind total spannende Themen, weil sie uns wirklich betreffen. Datenschutz ist ja auch so ein Thema. Je mehr ich mich damit beschäftige, desto interessanter wird es für mich. Ist im Lehrkontext nicht ganz so wichtig wie Urheberrecht. Okay, wenn nichts mehr ist, keine Wortmeldungen, dann freut mich, dass ihr so aktiv dabei wart. Danke. Ich hoffe, wir konnten gemeinsam so ein paar Sachen aufklären, wo gilt das Recht. Und abgesehen davon,